Hast du manchmal das Gefühl, dass Dinge, die du früher gemacht hast, dich verfolgen und sich negativ in deinem jetzigen Leben auswirken? Ich meine jetzt nicht natürliche Konsequenzen, wie zum Beispiel, wenn du dich verschuldet hast und dass du dann lange weniger Geld hast, um deine Schulden abzubezahlen. Ich meine mehr so im Sinne von Karma. Als würde ein langer Arm aus deiner Vergangenheit zu dir rübergreifen, dich verfluchen, dich unten halten und dir Unglück bringen. Hier in der Apostelgeschichte, da lesen wir eine echt spannende Geschichte zu diesem Thema. Der Paulus, der war wieder mal unterwegs und er geriet in einen fürchterlichen Sturm. Das Schiff, das ist fast untergegangen, lesen wir hier. Aber Gott hatte seinen Plan mit dem Paulus noch nicht abgeschlossen und so erreichten sie Land und sie wurden teils schwimmend und teils auf Schiffstrümmern treibend ans Ufer einer unbekannten Insel gespült. Und dann heißt es hier, dass die Einwohner ungewöhnliche Freundlichkeit zeigten. Lass mich dir das mal vorlesen. Die Einwohner, die zündeten ein Feuer an und holten uns alle herbei wegen des anhaltenden Regens und wegen der Kälte. Als aber Paulus einen Haufen Reiser zusammenraffte und auf das Feuer legte, kam infolge der Hitze eine Otter heraus und biss ihn in die Hand. Als aber die Einwohner das Tier an seiner Hand hängen sahen, sprachen sie zueinander: Gewiss, dieser Mensch ist ein Mörder, denn er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache lässt nicht zu, dass er lebt. Die Rache, damit ist so eine Gottheit gemeint, die Dike nannte sich die damals. Also die Rache, diese Gottheit, die lässt nicht zu, dass der Paulus lebt, weil er ein Mörder ist. Paulus jedoch schleuderte das Tier ins Feuer und ihm widerfuhr nichts Schlimmes. Hör dir das an. Die sagten, gewiss ist dieser Mensch ein Mörder. Er hat sich zwar aus dem Meer gerettet, doch die Rache, die lässt nicht zu, dass er lebt. Als ich das gelesen habe, da wurde mir bewusst, weißt du, Paulus, der war ja tatsächlich ein Mörder. Er stand dabei, als der Christ Stephanus gesteinigt wurde, einfach nur, weil dieser an Jesus glaubte. Paulus, der war der Vollstrecker der ersten Christenverfolgung. Er ließ Frauen und Männer und wohl auch Kinder ins Gefängnis werfen und ziemlich sicher auch foltern und töten, einfach nur, weil sie an Jesus glaubten. Dahingehend hatten diese Einwohner der Insel eigentlich recht. Paulus war ein Mörder. Und wenn es ein Karma gibt, dann würde der Paulus mit Sicherheit nicht mit heiler Haut davon kommen können. Doch weißt du, der Paulus, der erlebte in seinem früheren Leben eine dramatische Lebenswende. Er begegnete Jesus. Seine geistlichen Augen, die gingen auf und er erkannte, Jesus ist der Retter der Welt. Er ist derjenige, der mein dunkles, hartes Herz aus meiner Brust nimmt und der mir ein neues, lebendiges Herz gibt. Und Paulus, der vertraute sein Leben Jesus an und er wurde zu einem neuen Menschen. Und weißt du, was in diesem Moment geschah? Sein Karma fiel von ihm ab. Und das, was das konkret bedeutet, das lesen wir eben hier in dieser Geschichte. Die Schlange, die hat ihn gebissen und für die Inselbewohner war völlig klar, das ist Karma, das ist die Dike, das ist die Rache. Doch weißt du was? Paulus schüttelte diese Dike einfach ab und er lebte weiter, als wäre nichts geschehen. Die Dike, die Rache, die konnte einpacken. Sie konnte ihm nichts mehr anhaben. Und ich sage dir, genauso ist das auch bei dir. Wenn du schon ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du schon zu ihm gehörst, dann sei dir bewusst, dass deine Schatten der Vergangenheit dir nichts mehr anhaben können. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, heißt es in Römer 8,1. Schüttle deine Schlange ab, shake it off. Lass dich nicht länger in deinem Lauf für Jesus behindern. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dann tu das noch heute und werde auch du frei von den dunklen Mächten deiner Vergangenheit. Befrei dich von den Ketten des Teufels, der dich unten halten will. Ergreife diesen Rettungsring, den Jesus dir hinhält und werde auch du noch heute ein Kind von Gott. Wenn du das möchtest, dann besuche gerne meine Webseite gabrielhessler.com. Da findest du einen Menüpunkt mit dem Namen Jesus nachfolgen. Und auf dieser Seite erkläre ich dir dann auch, wie du noch heute ein Nachfolger von Jesus werden kannst. In diesem Sinne, schüttle die Schlange ab. Shake it off.